Wurzeln der Selbstsabotage, wie unsere Kindheit, unser Verhalten noch heute prägt. Hallo, ich bin Justina Finkelstein, Diplom-Sozialpädagogin, langjährige ehemalige Erzieherin und Expertin für persönliche Entwicklung sowie Auflösung von Selbstsabotagemustern. Und heute möchte ich dir ganz kurz erklären, wie unsere Kindheit, unser Verhalten noch bis heute beeinflusst. Erinnerst du dich an das Lob in deiner Kindheit? Würdest du nur gelobt, wenn du perfekte Leistungen erbracht hast? Dieses Streben nach Perfektion könnte dich heute noch unter Druck setzen, wenn nicht alles ideal läuft. Denn schon damals hast du doch gelernt, Leistung bedeutet Liebe und Anerkennung. Und ja, wie war das mit Fehlern? Würden sie streng bestraft, sowohl in der Schule als auch zu Hause? Diese Erfahrungen könnten heute deine Angst vor Misserfolg verstärken und dich daran hindern, Chancen zu ergreifen. Auch im Umgang mit Konflikten spielt unsere Kindheit eine extrem große Rolle. Hast du gelernt, Konflikte zu vermeiden oder konstruktiv zu lösen? Ja, das beeinflusst heute noch maßgeblich, wie authentisch du deine Bedürfnisse kommunizierst und deine Beziehungen gestaltest, beruflich, aber auch privat. Diese automatischen Muster aus der Kindheit können uns unbewusst blockieren und uns daran hindern, unser wahres Selbst zu entfalten. Möchtest du lernen, diese Muster zu erkennen und zu überwinden? Hast du vielleicht Kinder und möchtest du diese Mechanismen besser verstehen, um deine Kinder optimal zu unterstützen und richtig zu begleiten? Dann buche jetzt unseren Kurs Sei endlich du selbst und entdecke, wie du selbstbestimmt dein Leben gestalten kannst. Kontaktiere uns jetzt und klicke hier, um mehr über den Kurs zu erfahren und den ersten Schritt zu machen, um deine Selbstsabotage-Muster zu erkennen und dann zu lösen, um dein volles Potenzial endlich zu entfalten.